Du solltest deine Zunge drin lassen, damit das funktioniert. Letzte Woche hast du ausdrücklich gesagt, halt die Zunge raus. Was hast du gesagt, Claire? Ich habe gesagt, halt die Zunge aus diesem Bereich raus. Sie muss atmen, Claire. Da ist doch jemand hungrig. Da wird jemand ganz huxig, wenn er hungrig ist. Du bist echt huxig, Claire. Ich bin nicht huxig, Tito. Hungrig und fuchsig, du bist huxig, Claire. 60 Sekunden Redepause, das Zeug muss 60 Sekunden lang einsetzen. Ich sitze hier und warte, ich warte die ganze Zeit. Du redest hier als Einzige, Claire. Du redest hier als Einzige, das ist so ein Schießen, genau wie in den Comedy-Klassiker, Abbott und Costello. Wer ist an meinem Baseball? 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 Ich glaube, es geht, wer ist auf der ersten Base, was auf der zweiten, keine Ahnung, ist auf der dritten. Stimmt's? Ich glaube nicht, nein. Nein? Ich glaube, also, du bist an meinem Baseball. Wer ist an meinem Baseball? Erste Geld. Ein Bett in einem Sofa. Raffiniert. Naja, es ist alt, aber ganz bequem, also. Danke, Claire. Gute Nacht, Michelle. Das... Tja... Gar nicht mal so. Oh Gott. Wer von euch hat Bock auf eine krass geile Wahnsinns-Superchance? Was geht? Seht euch die Mädels an. Okay, was zieht ihr denn für ein Gesicht? Ist jemand gestorben? Ja, Spaghetti ist letzte Nacht verstorben. Wer ist Spaghetti? Die Katze. Die Katze. Oh, darf ich offen sein? Die Katze hat sich wahrscheinlich umgebracht. Oh. Wer heißt schon gern Spaghetti? Stimmt's? Hey-ho! Micha. Oh, na schön, okay. Mach einen Abflug, Sandy. Das ist mein Meeting und ich... Okay, schon klar. Nicht fallen lassen, nicht fallen lassen. Unser herzliches Beileid. Wie ihr alle bereits wisst, ich bin Michelle Darnell. Und das ist meine Partnerin. Und mit Partnerin meine ich nicht diese Mädchen vom anderen Ufer. Wow, was ist vom anderen Ufer? Super Frage. Ich liebe einen wachsamen Geist. Also in deiner College-Zeit bekommst du vielleicht mal Lust, ans andere Ufer zu schwimmen. Nur kurz, um zu sehen, wie es dort aussieht. Anders bei Hannah. Hannah, du wirst dort drüben bleiben. Nee, weißt du was? Und lass eins kann ich riechen. Deine Mom wäre besser auch drüben geblieben. Dann wäre sie nicht so verkniffen und unter Stau. Mein Name ist Michelle Darnell. Und ich bin die reichste Frau Amerikas. Wie reich ich bin? Ich wollte auf einem goldenen Phönix herunterschweben. Und scheiße, genau das habe ich getan. Ich leite Ihren ganzen Laden und ich bin alleinerziehende Mutter. Ich verdiene eine Gehaltserhöhung. Sie haben ein Kind? Ja. Etwa durch Geschlechtsverkehr? Ja. Ich spüre für gewöhnlich eher asexuelle Schwingungen. Ich habe Sie mir noch nie mit Genitalien vorgestellt. Ich verhafte Sie wegen Insiderhandels. Michelle, wehren Sie sich nicht! Du verdammter Hurensohn! Sie sind pleite. Ihre Konten wurden alle eingefroren. Claire, besorg mir einen neuen Anwalt. Sie haben kein Geld mehr, Sie dämlicher Rotschopf! Mom, wenn sie sonst nirgendwo hin kann, dann sollte sie hier bleiben. Ha, sieh mal einer an. Ein Bett in einem Sofa. Vorsicht, das ist etwas temperamentvoll. Ist nicht so schlimm. Ich glaube, ich habe mir das Becken gebrochen. Michelle, Sie müssen von der Couch runter. Bringen Sie Rachel zum Löwenzahntreffen. Unsere Gruppe hat 189.000 Dollar gesammelt. Ach du Scheiße. Ich bin dagegen, dass Menschen auf Bewährung unsere Treffen besuchen. Wenn du mich nicht in Ruhe lässt, schiebe ich dir eine Schachtel Schokomüsli in deinen festen, engen Arsch. Was ist das alles? Das ist mein Neuanfang. Ich gründe ein Brownie-Imperium und bringe Mädchen bei, wie man nach oben kommt. Wir brauchen ein paar fähige Rekruten. Konzentrier dich auf die aggressiven Mädels. Irgendwie zittere ich. Das ist nur die Wirkung des Kaffees. Oh, weißt du was? Oh, ich habe sie wohl verwechselt. In meinen hatte ich einen Spritzer Bourbon getan. Okay, Crystal, was sagen wir, wenn jemand nichts kaufen will? Ich kauf meine Brownies oder ich töte dich. Nein, sag das nicht, Crystal. Oh, sag das, es ist Betty. Hey, das ist Löwenzahn-Territorium, Bitch! Den Löwen haben wir die Zähne gezogen. Der Pullover schreit ja förmlich. Ich gebe auf. Toll, das ist wirklich sehr ermutigend, so kurz vor meinem Date. Hör auf! Wenn du hören könntest, was diese zwei traurigen Bessetunde sagen. Claire, drapier uns über deine Hüften. Nein, so klingen meine Brüste nicht. Bitte steck uns nicht wieder in deine Jeans. Zeig mal her. Claire, das ist ja wie beim Puppentheater.